Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Erst einmal wünsche ich euch allen da draußen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dass es euch allen so richtig gut geht und ich hoffe, dass euch das gefällt, was ich euch jetzt hier in diesem Video zeigen werde. Denn ich werde euch hier in diesem Video etwas zeigen, was ich euch ja gestern schon in meinem letzten Video versprochen hatte, dass ich das Ganze heute für euch hochladen werde. Und zwar zeige ich euch heute hier in diesem Video einen brandneuen Giftcast to Friends Glitch. Mit diesem Glitch könnt ihr wirklich jedes Fahrzeug von euren Freunden kostenlos in GTA Online bekommen. Und dabei meine ich nicht nur unbedingt Autos, denn mit diesem Glitch könnt ihr wirklich jedes Fahrzeug in GTA Online bekommen. Sei es denn Autos, sei es denn Spezialfahrzeuge, sei es denn Flugzeuge, selbst Fahrräder funktionieren mit diesem Glitch hier. Das Ganze ist auf jeden Fall ein Zwei-Mann-Gift-Cars-to-Friends-Glitch. Natürlich könnt ihr ihn auch zu dritt oder zu viert machen, wäre dann vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher und er würde vielleicht noch ein bisschen schneller gehen, wenn der ein oder andere Freund von euch noch einen anderen Step halt übernehmen würde. Aber im Grunde ist das Ganze ein Zwei-Mann-Glitch, der doch relativ einfach ist und doch auch im Grunde zügig funktioniert. Auf jeden Fall funktioniert das Ganze auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Ob das Ganze aber auch auf dem PC funktioniert, das kann ich euch an dieser Stelle leider nicht sagen, Freunde. Wäre auf jeden Fall mal cool, wenn ihr das am PC einfach selber mal testen würdet. Und dann könnt ihr mir ja gerne Bescheid geben, ob das Ganze auch am PC funktioniert. Ich weiß es leider nicht, ob es am PC funktioniert. Dafür auf jeden Fall sorry, Freunde. Dafür funktioniert das Ganze aber auf jeden Fall auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Ich habe das Ganze auf der PlayStation 4 aufgenommen. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und vergesst nicht, das Video mit all euren Freunden da draußen zu teilen, damit wirklich jeder Wind von diesem Glitch hier mitbekommt, dass jeder von euch diesen Glitch hier kennt und dass sich jeder vielleicht noch ein paar geile Autos in GTA Online klären kann mit diesem Glitch. Aber nun gut, Freunde, ich habe schon wieder viel zu viel geredet und deshalb kommen wir jetzt direkt einmal zu den Vorbereitungen für diesen Glitch. Also auf geht's. Okay, Freunde, für diesen Glitch benötigt ihr zunächst einmal einen eigenen Bunker und im Bunker braucht ihr eine eigene mobile Kommandozentrale, sprich einen eigenen MOC. Und im MOC hinten drinne braucht ihr einen Lagerplatz für eure persönlichen Fahrzeuge. Das ist ganz wichtig, denn wenn ihr dort hinten drin die Fahrzeugwerkstatt drin habt, dann würde dieser Glitch leider nicht funktionieren. Also geht einfach halt hin, wenn ihr die Werkstatt hinten drin habt und ändert das Ganze im Internet von GTA Online um und ballert euch dort dann einen Lagerplatz für eure persönlichen Fahrzeuge rein. Und ja, Freunde, hier drin braucht ihr dann ein Auto, welches ihr opfern könnt. Sprich, dieses Auto wird am Ende überschrieben bzw. gelöscht bzw. ersetzt durch das Fahrzeug von eurem Freund, was er euch geben wird. Und deshalb ballert euch hier einfach irgendwie einen kostenlosen LG RH8 rein. Ist kostenlos, wie gesagt, oder ballert einfach irgendein anderes Auto hier an dieser Stelle rein, welches ihr nicht mehr benötigt. Könnt ihr auch gerne ein Straßenauto oder so da reinstellen oder halt einfach irgendein anderes Auto, welches ihr noch in euren Garagen rumfliegen habt, was ihr nicht mehr benötigt, wenn ihr zu faul seid, euch ein LG RH8 zu kaufen und dann 3 Minuten zu warten, bis dieser angekommen ist. Als nächstes braucht ihr dann die Hilfe von einem Freund. Ist ja logisch, ist ja ein Gift Cars to Friends Glitch. Das Ganze kann man nicht solo machen, weil man ja halt auf das Auto vom Freund angewiesen ist. Und ja, dieser braucht dann ein Fahrzeug, welches er euch geben möchte. Und dabei ist es, wie gesagt, auch vollkommen egal, was für ein Fahrzeug. Wichtig ist halt nur, dass das Fahrzeug nicht geblacklistet ist, wie zum Beispiel einem Polizeiauto oder so. Die sind definitiv geblacklistet. Die würden bei diesem Glitch halt direkt aus dem MOC hinterher gelöscht werden. Und deshalb braucht ihr das mit denen gar nicht erst zu versuchen. Außerdem braucht euer Freund ebenfalls einen eigenen Bunker und eine eigene mobile Kommandozentrale. Aber ob er da hinten drin einen Lagerplatz für seine persönlichen Fahrzeuge hat, das ist wirklich komplett egal. Er kann ruhig die Fahrzeugwerkstatt drin haben. Er braucht halt nur einen eigenen MOC, um euch hinterher später im Glitch dann einmal in seinen MOC einzuladen. Und dafür braucht er ihn halt einfach. Und ja, das waren im Grunde jetzt auch schon alle Dinge, die ihr hier für diesen Glitch benötigt. Und deshalb würde ich sagen, beginnen wir jetzt direkt einmal mit dem Glitch. Also let's go! Okay, Freunde, erstellt euch jetzt als allererstes mal eine Einladesitzung, also eine Sitzung für Spieler nur mit Einladung. Warum, Freunde? Weil ich euch in diesem Video die Zwei-Mann-Methode zeige, beziehungsweise die Methode, wo ihr halt nur einen Freund braucht und diese funktioniert nur in einer Sitzung für Spieler nur mit Einladung. Und deshalb erstellt euch eine Einladesitzung und wenn ihr dann hier drin angekommen seid, dann ladet ihr ganz einfach euren Freund, der euch das Auto geben möchte, zu euch in diese Sitzung ein. Seid ihr jetzt nun zusammen in dieser
Sitzung angekommen. Dann geht ihr jetzt nun hin und öffnet euer Interaktionsmenü und dann bestellt ihr euch jetzt erst einmal euren MOC. Habt ihr das jetzt nun gemacht, dann fahrt ihr jetzt nun zusammen zu eurem MOC, nachdem dieser halt dann gespawnt ist. Geht halt ganz einfach kurz auf die Karte, guckt, wo der gespawnt ist, setzt euch einen Wegpunkt dahin und dann fahrt ganz einfach zum MOC hin. Ich fahre hier direkt mit dem Auto von meinem Freund, welches mein Freund mir hier in diesem Video geben möchte. Wir setzen uns beide halt einfach ganz einfach in das Auto von meinem Freund hier rein in diesem Video und dann fahren wir halt damit ganz einfach zu meinem MOC. Okay, Freunde, seid ihr jetzt nun bei eurem MOC angekommen? Dann geht ihr jetzt nun hin und dann betretet ihr jetzt nun euren MOC zu Fuß. Seid ihr jetzt nun im MOC angekommen, dann geht ihr jetzt nun hin und dann setzt ihr euch jetzt nun in das Auto, welches sich im MOC drinnen befindet und dann fahrt ihr jetzt nun ganz einfach mit dem Auto nach draußen. Also in meinem Beispiel ist das ja der LG RH8, den ich ja hier nicht mehr benötige. Okay, seid ihr jetzt nun draußen angekommen, dann müsst ihr euch jetzt verglitschen, beziehungsweise ihr müsst jetzt erst einmal einen kleinen Glitch machen, damit ihr jetzt gleich verglitscht seid. Und dafür kommt jetzt als allererstes mal euer Freund zu euch ins Auto, sprich er steigt jetzt nun auf dem Beifahrerplatz ein, sodass er jetzt nun auf dem Beifahrersitz sitzt und dann geht ihr jetzt nun in euer Interaktionsmenü und dann registriert ihr euch jetzt dort entweder als CEO oder als MC-Präsident. Und wenn ihr das jetzt nun gemacht habt, dann geht ihr jetzt nun hin und dann ladet ihr jetzt nun euren Freund zu euch in die CEO oder in die Motorradclub-Organisation ein. Habt ihr das jetzt nun gemacht, dann kommt es jetzt echt auf das Timing an, Freunde. Denn nun muss euer Freund hingehen und die Einladung auf dem Handy so öffnen, dass er nur noch einmal die X-Taste drücken muss, um diese Einladung anzunehmen. Und ihr geht jetzt nun im Interaktionsmenü auf Zurücktreten von eurer Organisation. Und da bleibt ihr jetzt nun ganz einfach mit dem Cursor drauf, so dass ihr jetzt nur noch einmal die X-Taste drücken müsst, um eben aus eurer Organisation zurückzutreten. Und dann geht ihr jetzt nun hin, wenn ihr jetzt nun beide bereit seid, dass ihr beide jetzt nur noch einmal die X-Taste drücken müsst. Und dann macht ihr einen Countdown. Wir machen einfach immer 3, 2, 1, jetzt. Und auf jetzt drücken dann beide zeitgleich die X-Taste, sodass euer Freund nun die Einladung in eure Organisation annimmt. Und so, dass ihr jetzt nun, wenn ihr die X-Taste drückt, die Organisation verlasst. Und wenn ihr das dann gemacht habt und das Timing gestimmt hat, dann müsst ihr jetzt nur noch hinterm MOC einmal die Pfeiltaste nach rechts drücken, um mit dem LG RH8 in den MOC reinzufahren. Und dann werdet ihr merken, dass nichts passiert, außer dass ihr jetzt nun ganz einfach vorm MOC stehen bleibt und dort gefroren seid. Und genau das müssen wir an dieser Stelle erreichen. Solltet ihr an dieser Stelle aber in den MOC reinfahren, dann war euer Timing jetzt gerade nicht gut genug und dann fahrt einfach wieder aus dem MOC raus und wiederholt den letzten Schritt noch einmal mit dem 3, 2, 1 jetzt und dann drückt ihr wieder beide zeitgleich die X-Taste und dann schaut ihr, ob ihr dann eben gefroren seid, wenn ihr dann die Pfeiltaste nach rechts drückt, um in den MOC reinzufahren. Seid ihr jetzt nun vom MOC gefroren, dann öffnet jetzt nun euer Freund sein Handy und dann geht ihr auf schneller Job, drückt dann zweimal die Pfeiltaste nach oben, um auf aktiv zu gelangen, drückt dann einmal die X-Taste, dann wählt er dort das Armdrücken aus, dann wählt er noch aus mit Freunde in der Sitzung, dann bestätigt er das Ganze und dann bekommt er unten langsam, dass die Lobby sich füllt. Aber da ihr gerade in einer Einladesitzung drin seid, wird sich die Lobby niemals füllen. Und ihr wartet jetzt nun ab, bis ihr über eurer Minimap eine kleine Anzeige bekommt, dass euer Freund jetzt hier nun auf Jobsuche ist, beziehungsweise diesen schnellen Job hier gestartet hat. Und sobald ihr das jetzt nun bekommen habt, ab diesem Zeitpunkt könnt ihr dann den nächsten Schritt machen. Und der nächste Schritt wäre dann ganz einfach, in eure Party zu gehen. Und dann geht ihr dort einfach auf den Namen von eurem Freund und dann geht ihr dort auf der Sitzung beitreten. Sprich, ihr joint eurem Freund dann ganz einfach über eure Party. Und dann bestätigt ihr alle Meldungen, die in GTA Online gleich erscheinen werden, wenn ihr eurem Freund joint. Da werden auf jeden Fall zwei Meldungen erscheinen. Zunächst einmal die Meldung, ob ihr eurem Freund wirklich joinen wollt. Und dann werdet ihr die zweite Meldung bekommen, dass die Sitzung von eurem Freund privat ist und dass ihr halt eine Einladung braucht, um in die Sitzung von eurem Freund reinzukommen. Und beide Meldungen müsst ihr ganz einfach bestätigen. Und ja, euer Freund ist jetzt sozusagen halt in einem Jobmenü drin und das, obwohl er halt bei euch gerade in einem Auto drinne sitzt. Und deshalb können wir ihm halt aber auch über die Party jetzt joinen. Und ja, Freunde, wenn ihr diese beiden Meldungen jetzt nun bestätigt habt, dann kommt ihr jetzt nun wieder aus dem Himmel zurückgeladen runter und dann werdet ihr merken, dass an dieser Stelle jetzt nun euer MOC verschwunden ist und dass dieser jetzt nun wieder zurück
zurück in den Bunker gebracht wurde. Und wenn das jetzt nun bei euch passiert ist, dann steigt ihr jetzt nun ganz einfach aus dem Auto aus und dann steigt ihr jetzt nun in das Auto ein oder in das Fahrzeug ein, welches ihr von eurem Kumpel bekommen wollt. Und euer Freund geht jetzt in der Zwischenzeit hin und öffnet sein Interaktionsmenü und bestellt jetzt nun seinen eigenen MOC. Und dann wartet ihr jetzt noch kurz ab, bis der MOC geliefert wurde. Und wenn der MOC dann halt geliefert wurde, dann geht der Freund von euch jetzt nochmal ganz schnell kurz auf seine Karte, guckt, wo der MOC gespawnt ist, setzt dann vielleicht noch schnell hier einen Wegpunkt und dann fahrt ihr jetzt nun mit dem Auto von eurem Freund zum MOC von eurem Freund. Okay, seid ihr jetzt nun beim MOC von eurem Freund angekommen, dann steigt euer Freund jetzt nun aus dem Auto aus. Ihr bleibt weiterhin auf dem Fahrersitz von dem Auto von eurem Freund sitzen und dann läuft euer Freund zu Fuß zu seinem MOC hin. Allerdings ist euer Freund jetzt immer noch verglitscht. Das heißt, er kann jetzt nicht in sein eigenes MOC gehen und deshalb muss er an dieser Stelle einmal eine eigene CEO-Organisation aufmachen und diese dann wieder verlassen und ab dann kann euer Freund auch wieder ganz normal seinen MOC betreten. Und wenn er das jetzt nun gemacht hat, dann betretet er jetzt nun ganz einfach seinen MOC. Ist euer Freund jetzt nun im MOC angekommen, dann muss euer Freund jetzt nun genau das gleiche wie gerade machen. Sprich, er zieht jetzt noch einmal sein Handy, geht dann wieder auf schnellen Job. Dort drückt er dann zweimal die Pfeiltaste nach oben, um auf die Aktivität zu gelangen. Wählt dann dort das Armdrücken aus, wählt dann aus mit Freunden in der Sitzung und dann wartet er, dass er unten die Meldung bekommt, Lobby wird gefüllt. Also genauso wie gerade. Und wenn er das dann gemacht hat, dann öffnet er noch kurz sein Interaktionsmenü und dann lädt er euch zu sich in seinen MOC über das Interaktionsmenü ein. Und ihr seid ja währenddessen immer noch draußen im Auto von eurem Freund. Ihr habt die Einladung bekommen und dann geht ihr mit auf eurem Handy schon mal auf die Einladung, um in das MOC beizutreten. Allerdings geht ihr nur so weit, dass ihr jetzt an dieser Stelle nur einmal die X-Taste drücken müsst, um eben die Einladung von eurem Freund ins MOC anzunehmen. Und dann wartet ihr jetzt noch kurz, also genauso wie gerade, dass ihr wieder die kleine Meldung da über eurer Minimap erhaltet, dass euer Freund nun den schnellen Job da gestartet hat, beziehungsweise da auf Jobsuche ist und ab dem Zeitpunkt, ab dem ihr diese Meldung dort jetzt nun habt, könnt ihr dann in eure Party gehen und eurem Freund wieder joinen bzw. ihm beitreten. Und wenn ihr das jetzt nun über der Party aus gemacht habt und eurem Freund nun gejoint seid oder ihm gerade am Beitreten seid, dann spammt ihr, sobald ihr in GTA wieder seid, die X-Taste durch, um die Einladung für das MOC anzunehmen und um euren Freund zu joinen. Ihr werdet wieder zwei Meldungen erhalten und diese spammt ihr einfach durch mit der X-Taste. Und wenn ihr jetzt nun alles richtig gemacht habt, dann werdet ihr vielleicht noch kurz sehen, wie ihr in den Himmel ganz kurz gezogen werdet und dann wird euer Bildschirm ganz einfach schwarz. Und dieser Bildschirm wird jetzt in der Regel für 10, 15 Sekunden schwarz bleiben und dann werdet ihr mit dem Auto bzw. mit dem Fahrzeug von eurem Freund in eurem eigenen MOC spawnen. Und wenn ihr mit dem Fahrzeug von eurem Freund nun in eurem MOC gespawnt seid, genauso wie ich hier gerade in meinem Video, dann geht ihr einfach hin und steigt in das Auto ein oder in das Fahrzeug ein und dann fahrt ihr mit dem Fahrzeug einmal nach draußen. Seid ihr nun draußen angekommen, also im Bunker jetzt nun mit dem Fahrzeug angekommen, dann geht ihr jetzt nun ganz einfach hin und dann fahrt ihr jetzt nun mit dem Fahrzeug von eurem Freund nun wieder zurück in euren eigenen MOC und nun ist das Auto oder beziehungsweise das Fahrzeug auch wirklich zu 100% abgespeichert und es gehört jetzt nun euch. Natürlich behält euer Freund sein Fahrzeug ebenfalls. Das Fahrzeug ist in dem Moment, wo ihr mit dem Fahrzeug in eurem MOC angekommen seid, irgendwo in der Nähe von eurem Freund neu gespawnt und es befindet sich jetzt ebenfalls auch halt in eurem Besitz, sprich ihr habt das Auto jetzt sozusagen dupliziert, also euer Freund hat das Auto weiterhin und ihr habt das Fahrzeug jetzt nun ebenfalls, sprich ihr könnt jetzt einfach hingehen und das Auto umtunen, so wie ihr wollt, ihr könnt das Auto in eine andere Garage parken oder ihr könnt mit dem Fahrzeug ganz einfach irgendwie ein Rennen oder sowas fahren und euer Freund kann natürlich auch mit seinem Fahrzeug weiterhin machen, was er denn möchte. Okay Freunde, ich hoffe mal, dass ihr diesen Glitch jetzt nun alle verstanden habt. Im Grunde ist dieser Glitch ja wirklich mega einfach, aber sollte noch irgendetwas unklar sein, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare und dann versuche ich euch so gut es geht weiterzuhelfen. Solltet ihr keinen Freund haben, der diesen Glitch mit euch macht oder solltet ihr noch auf der Suche nach irgendwelchen Tauschpartnern sein, dann könnt ihr gerne im PSN in meine WFG GTA Autos und Heist Community reinkommen.
und dort einfach mal nachfragen, ob jemand Bock hat, mit euch Autos zu tauschen oder ähnliches. Und dann werdet ihr da, denke ich mal, auch fündig werden. Okay, Freunde, ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt gefallen. Und wenn dem so ist, dann zeigt mir das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Ich bin mal gespannt, ob wir heute wieder die 700 Likes hier auf diesem Video packen werden. Und vergesst nicht, das Video mit euren Freunden zu teilen, damit wirklich jeder diesen Glitch hier kennt. Und dann würde ich sagen, dass ich jetzt euch noch einen richtig schönen Tag wünsche. Und dann werde ich das Video jetzt an dieser Stelle beenden. Und dann sehen wir uns heute Abend auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.